So Leute, herzlich willkommen zum höchstwahrscheinlich vorletzten Video zu Lootendo. Guckt euch auch gerne weitere Videos dazu an und auch andere Videos auf diesem Kanal. Kommen wir wieder zurück zu Lootendo. Heute wird es darum gehen, wie man denn jetzt die Amazon-Produkte bewertet und die Bewertungen dann auch quasi zu Lootendo rüberschickt. Ja, ist keine Zauberei. Guckt es euch an. So, wir kommen auf den Laptop. Wir wollen jetzt einmal dieses ISO-Getränkepulver für dein Workout bewerten. Dazu klicken wir hier auf Website öffnen. So. Dann leitet er mich weiter. Sie haben diesen Artikel am 2. Mai 2020 gekauft. Heute ist der 8.5. Hier diesen Artikel. Und den wollen wir jetzt bewerten. So, dann scroll ich hier hin und klicke hier auf Kundenrezension verfassen. So. Preis-Leistungs-Verhältnis war natürlich in meinem Fall sehr gut. Geschmack ist mir ein bisschen zu süß, ansonsten habe ich nichts weiter auszusetzen. Genau. Foto oder Video hinzufügen mache ich nicht. Jetzt schreibe ich mal schnell die Bewertung. Kleinen Moment mal. So, bin jetzt fertig mit der Rezension. Ich klicke einmal auf Absenden. So eine Rezension wird ja nicht direkt freigegeben. Ich habe mich jetzt hier bei meinem Nintendo-Account angemeldet. Und wie ihr sehen könnt, hier unten fehlt hier schon ein Button. Und hier steht Status bewertet. Rückerstattung, Punkte erfasst, 15,92 Euro. Also in der Zwischenzeit hat dann Amazon es auch geschafft, meine Bewertung zu diesem ISO-Getränkepulver hier zu veröffentlichen. Und genau, wie habe ich das dann gemacht, als das veröffentlicht wurde? Hier auf dem Stern Review zum Produkt schreiben. Habe ich dann natürlich gemacht. Dann, genau, dann habe ich hier drauf geklickt. Genau, und hier könnt ihr das auch alles sehen. Super lecker, bla bla bla. Also ich habe einfach nur meine Rezension, die ich geschrieben habe, hier eingefügt. Ihr könnt ja auch noch dem Unternehmen Hinweise hinschreiben, zum Beispiel, ja, dass bei euch zum Beispiel was kaputt angekommen ist oder was nicht undicht war oder was gefehlt hat. Und hier ist der Link zum Amazon Feedback. Und wie ihr die findet, möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Wir gehen hier auf Amazon ganz normal, loggen uns natürlich in unserem Account ein. Dann klicke ich hier auf Jens Amazon. Bei euch sollte dann da was anderes stehen, auf jeden Fall mit Amazon. Und dann klickt ihr hier auf mein öffentliches Profil. Genau. Und hier auf der rechten Seite habt ihr die Bewertungen. Und genau das hier ist die Bewertung. Da klickt ihr rauf. Und genau den Link hier oben, den habe ich genommen und na, hier eingefügt. So, jetzt werde ich die beiden hier auch noch bewerten. Im nächsten Video zu Lutendo gucken wir dann mal, ob denn hier tatsächlich was ausgezahlt wird. Genau. Und dann würde ich nur noch auf jeweilige Fragen eingehen, die hier in den Kommentaren stehen. Also wenn die jetzt ausbezahlen, dann gibt es ja hier kaum was zu meckern bei Nintendo. Ist ja eigentlich ganz super. Ja, wie ihr gesehen habt, ist also eigentlich ganz easy. Ich brauche jetzt nur noch warten und schau dann mal, ob dann im Endeffekt die Kohle angekommen ist. Also das nächste Video, da geht es dann darum, zahlt der Nintendo tatsächlich aus oder ist es bloß eine Verarsche? Ich bleibe bei meiner Bewertung.
4 von 5 Sterne für Lutendo. Ich habe eigentlich nichts zu meckern, sobald die Auszahlung denn tatsächlich da ist, dass also reibungslos klappt. Werden es 5 von 5 Sterne sein, aber bis jetzt noch 4 von 5 Sterne. Und Leute, ganz wichtig, ihr wisst genau, was die Testpiloten wollen. Liken, abonnieren und ganz blöde Fragen hier unter dem Video stellen, aber hauptsächlich abonnieren. Ciao. Bis demnächst.